Wer ist dein Daddy, Sebastian? Big Daddy, Alter. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich nutze die Gunst der Stunde, ich habe hier drei Ehrenmänner. Wir testen nämlich Hochstapler in Münster. Moin Jungs, was hat ihr eben gesagt? Ich sag dir ehrlich, bester Burgerladen in ganz Münster. Vielleicht. Immer voll, guter Burger, top. Ich sag vielleicht sogar ganz Deutschland, sei ehrlich. Kann gut sein. Muss mal testen. Okay, ich bin gespannt auf deine Meinung. Ja, ich werde schauen. Vielleicht teste ich auch noch einen anderen Burger. Mal gucken, lasst euch überraschen. Nein, ich werde dich rechtzeitig aufklären. So, wir testen das für Burger. Danke für die Action, Jungs. Ne? Dankeschön. Jalala, ciao, ciao. Also wir sind hier beim Hochstapler und denk nicht, ich fahre nur irgendwie hin, weil ich Bock habe, sondern tausend Empfehlungen von euch. Ich blende mal kurz ein paar ein hier oben noch. Wir werfen eine Kleinigkeit aus meinem Burger-Video über den Haufen. Wir suchen ja den besten Burger Deutschlands. Ich nehme nicht nur mehr diese Standard-Burger, nicht nur Cheeseburger, sondern auch Special-Burger. Ich glaube, das ist interessanter für euch, interessanter für mich. Und jetzt gehen wir rein, mal gucken, was wir zu bieten haben. Wir müssen über den Hintereingang rein, guckt euch das an. Also hier lässt sich das gut gehen. Ich sage euch, ich will jetzt nicht hier so ganz penetrant drüber filmen, aber es ist so verdammt voll. Aber okay, jetzt habe ich es doch getan. Aber habt ihr das gesehen? Ganz unauffällig habe ich einen Schwenker gemacht. Hat keiner gemerkt. Aber es ist richtig voll. Das ist natürlich, mein Vater sagte immer, wenn der Laden voll ist, kannst du rein. Wenn er nicht voll ist, kannst du nicht rein. So grobe Richtlinie erfüllt schon mal. Wenn der jetzt auch noch schmeckt, der Burger, dann danke für die Empfehlung. Sonst muss ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden. So Leute, pass auf. Wir haben guten Sebastian hier. Moin. Moin. Also du hast mir eben die Frage gestellt. Ich sage, ich will Burger filmen. Ich will dies, ich will das. Dann sagst du zu mir, welchen Burger denn? Eben. Ja, worauf hast du Bock? Was machst du denn? Ich brauche irgendwas Special, was ich sonst woanders nicht kriege. Oder sagen wir mal Special, so dass du sagst, der haut mich vom Hocker. Dass er dich vom Hocker haut? Wir können den Big Daddy machen, Alter. Das ist schön zwei dicke Patties Fleisch. Big Daddy hört sich gut an. Ja, Mann, Alter. Schön zwei fette Stück Fleisch, medium gebraten. Ja. 160 Gramm mit Käse, mit Bacon. Hauen wir doch mal drauf, oder was? Wer ist dein Daddy, Sebastian? Big Daddy, Alter. Guckt euch mal den Sebastian-Action an. Gib mir den Big Daddy jetzt, ne? Ja, Alter, ich mach mir den richtig Big Daddy. Ja, Mann. Wer ist dein Daddy, sag ich? Wer ist dein Daddy? Oh, da steht auch schon mal hier gerade was. Guckt euch das mal zum Beispiel an hier. Das sieht mir nach einem schönen Vollkornbrot aus. Die Burger Buns macht ihr selber, ne? Die glutenfreien Burger Buns machen wir selber, ja. Gebe ich dir recht. Okay. Die anderen beziehen wir aber von einem sehr guten Münsteraner Bäcker. Okay. Krimprobe. Vom örtlich ansässigen Bäcker, sagen wir mal. Genau. Okay. Von dem kriegen wir, oder beziehen wir einfach unser Brötchen. Okay. Ne, das sind ganz normale Brioche. So. Ach, das sind schon die für mich, oder was? Ja, klar. Laber nicht. Hast du eben schon vorbereitet, ne? Ja, was glaubst du denn? Wenn ich weiß, dass du vorbeigucken, esse ich mir auch irgendwas rein, ne? Ich glaube, Sebastian hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ihn feiert. Und gerne auch noch weitere Kommentare für die Burger. Na, ganz wichtig, wo soll es als nächstes hingehen? Das muss man wieder Fahrt aufnehmen mit den Burgern, bester Burger Deutschlands. Und jetzt warten wir erstmal, was Sebastian uns, ob der ein Großmaul ist oder ob er auch irgendwas dahinter Großmaul. Ist. Ne? Großmaul, ja. Darüber machen wir jetzt unsere selbstgemachte Hochstapler-Burgersoße. Geheimrezept natürlich, frage ich dich jetzt nicht aus, was da genau drin ist. Ne? Werde ich dir auch nicht sagen. Okay, schöne Tomate drauf, das ist Standard. Den klassischen Cheddar-Käse habt ihr da was Spezielles? Cheddar-Käse normal? Ganz normaler Cheddar-Käse, okay. Das ist nichts Wildes. Aber nicht der von Aldi, ne? Nee, von Lidl. Ehrlich? Quatsch, Alter. Nimmt er mich auch noch raus. So, komm noch schön Bacon drauf. Na komm, hier, weil du hast Bacon. Nummer zwei. Khanzir, sagen wir bei uns auch. Khanzir. Khanzir? Ja. Türke? Nee, aber ja, nee, das ist, glaube ich, Arabisch. Kann ich mal meine eigene Sprache hören? Ja, da habe ich auch schon Probleme mit. So, dann oh. Schönes Spiegelei. Spiegelei von beiden Seiten. Ein bisschen Karamellzwiebeln. Karamellzwiebeln, okay. Ich liebe karamellisierte Zwiebeln auf Burger, sag ich euch jetzt schon. Hier mit Gurken, genau. Mit Gurken. Wie viele Burger machst du so am Tag, würdest du sagen? Also Pi mal Daumen, wenn man die vegetarischen mit dazu rechnet, so 200. 200? Kranke Scheiße. Wir hatten auch schon teilweise Tage, da haben wir dann knapp 450, nur von hier vorne. Also sagen wir mal so, je nachdem wie die Leute drauf sind, hast du auf jeden Fall mal 3-4 Kilo weniger auf den Rettmann nach Start, ne? Auf jeden Fall. Ja. Mein Vater hat früher auch in der Küche gearbeitet, 2-3 Bier rein und dann geht das alles besser. Nein. Nee? Nein. Irisches Weidehochland. Oh,
Okay. Ne? Das kriegt speziell von unserem Münsteraner Metzger. Und das ist sehr qualitativ hochwertiges Rindfleisch. Ja. Dementsprechend. Ich bin gespannt. Ich werd ihn gleich heiß testen. Viel Spaß dann. Danke, danke. Ganz kurze Werbeunterbrechung für Zeck Plus. Endlich mal im Angebot Eiweiß. 20% heute und morgen auf das Clean Concentrate. Und vertraut mir, Butterkeks im Geschmack. Einfach Highlight. Ja, und jetzt geht's weiter im Video. Also, wie ihr seht, zwei Fleischpatties. Wir haben Brioche-Brötchen. Wir haben eine hausgemachte Soße, dessen Rezept ihr mir natürlich nicht verraten möchte, klar. Wir haben Bacon drauf, wir haben Ei drauf, wir haben Hochlandrind oder so. Also wir haben auf jeden Fall hoch aufgefahren, was Qualität und Zutaten angeht anscheinend. Ob man das auch schmeckt, das werdet ihr gleich erfahren. Normalerweise isst man Burger mit der Hand, aber wie soll ich den mit der Hand essen? Los, trau dich. Next Daddy ist Super Daddy. Steht übrigens bei mir, also falls da mal jemand anderes hat, ich hab's da. Gucken wir einmal Zwischenstand. Ja, hast du aber schon gut gegessen. Karamellisierte Zwiebeln, darf man natürlich nicht vergessen. Da gibt's den Stab und die Reiter. Das musst du bei Freunden auch, aber man legt dann halt die Karten hier so hin. Ich glaube, das sieht man medium getroffen auf jeden Fall. Das Fleisch medium getroffen. Mhm. Während der Sebastian mit mir geklönt hat, hat er es hingekriegt auf Medium-Basis. Das ist nicht so leicht. Ihr wisst, ich bin selber Koch. Ist die Kombi mit dem Spiegelei? Bin ja noch unschuldig. Sieht ein bisschen aus wie Burgersuppe mittlerweile. Ich habe aber auch gegessen wie ein Schwein. Also wie immer. Ja. So Leute, jetzt die Bewertung. Ich muss sagen, das mache ich nicht gerne, aber muss leider auch den Hund manchmal beim Namen nennen. Sagt man das, das Sprichwort? Nein. Wie sagt man das? Das Kind beim Namen nennen, sagt man. Ja, das Kind. Ist das gleiche. Da ist das Kind. Oh, keine Rolle. Ihr wisst, ich sag, wenn mir was schmeckt, aber ich muss leider auch sagen, wenn etwas nicht so gut war. Und der Burger hat mir leider heute nichts. Hat mir leider nicht so gut geschmeckt. Ihr wisst, immer Geschmackssache. 1000 Kommentare, die den geil fanden, die Jungs vorher, die super gehypt von dem Burger waren. Aber es ist einfach Geschmackssache. Mir hat er heute nicht so gut geschmeckt. Das Ei dazu hat nicht so gut gematcht. Wie ich finde, hat mir nicht gut geschmeckt. Die Zwiebeln waren für mich nicht so die karamellisierten Zwiebeln, die ich liebe, die ich kenne. Vielleicht mit ein bisschen süßer Note noch. Das Brot war vielleicht eine Momentaufnahme, auch ein bisschen trocken gewesen. Allerdings, ich glaube, das Fleisch wirklich gute Qualität. Aber es hat auch nicht so, nicht diesen Fleischcharakter, wie ich ihn im Burger suche. Dieser Fettgehalt, dieses Fleisch, was einfach reinschallert, als würde man in frisches Steak reinbeißen, so gefühlt, nur halt in Burger-Variante. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Es hat mir nicht zu 100% oder hat mir nicht so gut gefallen. Ich gebe dem Burger nur eine 5,5 Punkte. Tut mir ein bisschen weh im Herzen, aber es ist so, weil die Leute super geil sind. Und es ist immer noch Geschmackssache. Man hat am Burger gesehen, es wird Sicherheit dem Burger, den andere Leute auch, wie man in den Kommentaren sieht, 8 von 10 geben oder so. Ne? Das ist meine individuelle Bewertung. Haut es in die Kommentare für weitere Tipps, weitere Ziele in ganz Deutschland. Ich fahre dahin. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sind gefühlt bei dem größten Kaufhaus hier in Nordrhein-Westfalen, ne?